Herzlich willkommen, liebe Freunde, hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video. Ich möchte euch heute einmal einen Tabak vorstellen. Einen Tabak allerdings, den man online nicht bestellen kann. Den bekommt man nur vor Ort. Ich habe mich vor ein paar Wochen, wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos September, es war Anfang August, habe ich mich in Nürnberg getroffen mit dem lieben Matze vom Kanal Forest Piper. Matze, ich grüße dich hier auf diesem Wege. Es war ein toller Tag, den wir beide da in Nürnberg verbracht haben. Er hat es auch schon mal in dem Video erwähnt über unsere Odyssee durch die Nürnberger Innenstadt. Herrliche Innenstadt in Nürnberg, natürlich sehenswert, die Innenstadt, mittelalterlich, aber in Nürnberg gibt es nicht nur mittelalterliche Bauwerke in der Innenstadt, in der Fußgängerzone zu bewundern, sondern es gibt auch drei Tabakhäuser in Nürnberg, die relativ nahe beieinander liegen, möchte ich sagen. Wir haben alle drei abgepilgert, möchte ich es nennen. Und zumindest ich bin in jedem Tabakhaus fündig geworden und konnte mir da wenigstens überall eine Dose Tabak mitnehmen. Und ich habe eine Hausmischung mitgenommen. Und zwar geht es heute in diesem Video um den Tabak Abelns Bester Nummer 5 vom Zigarrenhaus an der Lorenzkirche. Es ist ein ortsansässiges Tabakgeschäft mit zwei Filialen in Nürnberg, Inhaber geführt von einem Ehepaar und dem Ehepaar Abeln eben. Und ja, die haben eine unglaubliche Auswahl an Hausmarken. Und ich wurde, als ich mit Matze da reinkam, wurden wir freundlich empfangen und auch gut beraten, nachdem ich offenbart hatte, dass ich ein Freund der englischen Mixturen bin und ich gleich die Hausmarken gesehen habe. Ja, da hat der freundliche Herr mir die Nummer 5 hier empfohlen und ich habe nicht lange überlegt und da ich immer ein Freund bin, von Hausmischungen habe ich gleich zugeschlagen. Ich glaube, Matze hat sich den gleichen Tabak gekauft und wird sicherlich in einem seiner Videos auch noch einmal diesen Tabak erwähnen. Ja, das Zigarrenhaus an der Lorenzkirche und hier Abelns Bester, die Nummer 5. Und was ist enthalten in diesem Tabak, in dieser Mixtur? Ich blende euch gleich auch dazu das Tabaksbild ein. Und wir haben hier einen hohen Anteil Latakia. Wir haben Black Cavendish. Wir haben verschiedene Virginias. Und wir haben eine kleine Prise Perique. Ja, und ich rieche mal rein in den Tabak. Also die Angabe, ein hoher Anteil Latakia, mag jetzt den einen oder anderen abschrecken. Aber wenn man in den Tabak reinriecht, ich zeige euch auch nochmal hier live das Tabaksbild. Huch, ja. Da bröselt schon ein bisschen Tabak raus hier, aber nichts geht verloren. Er wird wieder eingesammelt. Ja, ein Tabaksbild, dunkel gehalten. Natürlich schwarz vom Latakia, dann aber auch keine sehr goldgelben Virginia-Fäden, eher mittelbraunes Blattgut und relativ dunkel gehalten, das Tabaksbild, aber sehr ansprechend. Und auch der Geruch muss niemanden erschrecken, also ich habe es ja gerade gesagt, hoher Anteil Latakia, da denkt man jetzt natürlich irgendwie, ja, wenn man in so Dosen reinschnuppert, wie von The Raven zum Beispiel, von DTM oder auch von HU Port Latakia,
wo ein wirklich ein sehr, sehr rauchig, knarziger Latakia-Geruch entgegenkommt, ist hier jetzt nicht so der Fall. Der Tabak wird von Cobb geblendet, muss ich sagen, aber ich habe jetzt von Cobb ehrlich gesagt noch keinen Tabak gehabt, geblendet. Eine Latakia-Mixture, die ähnlich war, aber ich bin da auch nicht so jemand, der immer so ein. Ich habe nicht so ein ausgeprägtes Langzeitgedächtnis. Ich kann mir nicht merken, was ich für einen Tabak vor einem halben Jahr mal geraucht habe. Und ich kann dann auch keine Vergleiche und herstellen zwischen Tabaken. Aber hier riecht man wirklich einen ätherisch rauchigen Latakia. Nicht knarzig, nicht dieses kohlig-knarzige. Fast wirkt er ein bisschen weihrauchig auch. Daneben scheint die Würze von ein bisschen kräutrigen, ja, von Kräutern durch mit. Wenn ich lange hineinrieche und mich sehr konzentriere, dann habe ich so ein bisschen den Geruch von Estragon, möchte ich es mal sagen. Ich habe irgendwie so Kräutriges in der Nase. Und dahinter versteckt sich dann eine milde Süße, die diesen Geruch, diese Komposition schön abrundet. Also der Geruch sehr, sehr ansprechend, hat mich sehr positiv überrascht, als ich den Tabak zum ersten Mal geöffnet habe. Und riecht lecker. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr und mehr werde ich mir jetzt auch gönnen, denn ich werde mir gleich eine Pfeife anzünden. Aber erstmal einen Schluck. Ich habe mir heute zu diesem Tabak nur eine Tasse schwarzen Kaffee eingeschenkt. Auf euer Wohl. Das passt zu diesem Tabak wunderbar. Ja, der Titel sagt ja Tabak und Pfeife aus Nürnberg. Und ich habe natürlich auch diesen Tabak heute in einer Pfeife aus Nürnberg, einer Faun. Wir haben ja September jetzt zum Zeitpunkt dieses Videos. Im August hatte ich Geburtstag und meine Frau, die hat mir hier diese wunderschöne Faun Natura geschenkt zum Geburtstag. Hier Weißpunktqualität. Eine wunderbare Pfeife mit diesem herrlich weißen Mundstück der Silberapplikation hier. Es ist kein richtiges Silber, aber es ist eben Silber. Und dieses herrlich in Natur gelassene Holz. Keine Kittstellen, kittstellenfrei. Wunderschöne Pfeife. Faun Natura im Shape 116. Und da werde ich mir jetzt den Tabak gleich entzünden und dann erzähle ich euch ein bisschen was über den Geschmack. Die Pfeife glimmt, meine lieben Freunde. Da kommen wir gleich zur Handhabung des Tabaks. Der Tabak ist leicht feucht, wenn man die Dose öffnet. Ich sage immer, er ist griffig. Er hat eine schöne, ja, Griffigkeit, Feuchtigkeit, die aber nicht davon abhält, den Tabak gleich in die Pfeife zu stopfen und zu rauchen. Ich habe es getan. Er ist bei mir immer noch. Ihr kennt es ja, in diesen Malerdosen bleiben die Tabake ja ewig frisch. Muss man ja auch nicht umfüllen dann. Und ja, man kann den Tabak gleich stopfen in die Pfeife und entzünden. Wer die Tabake ein bisschen trockener mag, kann ihn auch rauslegen. Ist auch kein Fehler. Ich muss noch mal nachzünden bei mir. Ja, wenn man redet. Wenn man redet, dann geht der Tabak natürlich aus. Er ist aber absolut unkompliziert. Brennt wunderbar hier ab. Und ja, der Geschmack. Kommen wir zum Geschmack einfach des Tabaks. Auch hier, wenn man ihn entzündet, steht gleich im Vordergrund der ätherisch rauchige
Latakia, der aber nicht zu kräftig und zu fordernd ist, sondern eher mild daherkommt. Es ist jetzt, wie gesagt, nicht diese Art von Latakia, die so knarzig in der Pfeife ist, wo man wirklich so dieses kohlige, rauchige hat, sondern es ist ein milder, sanft rauchiger Latakia, schön ätherisch. Unterstützt wird dieser von den Virginias, die einerseits eine gewisse Würze beisteuern, aber auch genügend Süße mitbringen. Und das macht diesen Tabak einfach so zu einer runden Sache. Der Perique, der hier enthalten ist, der wirkt allenfalls ein bisschen im Hintergrund mit, auch eher nur unterstützend. Er macht sich geringfügig durch eine leichte Schärfe bei mir auf der Zungenspitze bemerkbar. Und ich möchte sagen, der Tabak ist wirklich sehr, sehr harmonisch abgestimmt. Der Tabak bricht nie aus. Und ich möchte fast sagen, er zeichnet sich auch ein wenig durch eine leichte Cremigkeit aus, die man so auch an der Zungenspitze wahrnimmt. Sehr weich möchte ich ihn nennen, diesen Tabak und auch diesen Rauch. Cremig, weich. Und ja, da trägt wahrscheinlich auch der Black Cavendish ein bisschen dazu bei. Und der bringt diese Gesamtkomposition ein bisschen so in diese milde, weiche Richtung. Der Abbrand ist kühl, der Tabak wird nicht heiß in der Pfeife und ich bin selbst jemand, der, wenn mir ein Tabak schmeckt, dann ziehe ich doch das ein oder andere Mal öfters an der Pfeife. Der Tabak bleibt immer kühl, er wird nicht heiß, er verzeiht auch dieses hastige Rauchen, er wird nicht zickig, er wird nicht bissig irgendwie. Er bleibt einfach seiner Linie treu. Jetzt habe ich ihn doch wieder. Bisschen zu sehr gelobt, aber er ist wirklich ein unkomplizierter Tabak. Wenn man ihn einmal entzündet hat, dann kann man ihn eigentlich wunderbar nebenher rauchen. Er braucht keine besondere Aufmerksamkeit. Er bringt alles mit, was so eine englische Mischung braucht, aber ohne einen jetzt wirklich zu überrumpeln, so dass ein Tabak jetzt irgendwie heraussticht oder dass jetzt ein Latakia jetzt hier das Kommando übernehmen möchte. Alle drei Tabake oder alle vier Tabake, sind ja vier Tabake, sind hier wirklich hervorragend aufeinander abgestimmt. Ja, und da komme ich auch eigentlich schon. Man kann nicht mehr über diesen Tabak erzählen. Man könnte jetzt hier ausschweifen und Lobeshymnen anstimmen. Aber es ist einfach kurz und knapp ein Fazit von mir. Ein Tabak, der mir Spaß macht. Ein unkomplizierter, aromatischer All-Day-Smoke. Und wer englische Mischungen mag, die nicht unbedingt einen jetzt direkt mit der Faust begrüßen, sondern die ein bisschen sanfter daherkommen, aber trotzdem wirklich eine harmonische Würze mitbringen,
und für jeden Alltag, für jede Tageszeit einfach rauchbar sind. Also wer solche Mischungen mag, für den ist dieser Tabak auf jeden Fall empfehlenswert. Und darum empfehle ich auch jedem, wenn jemand mal nach Nürnberg kommen sollte, besucht doch einfach mal das Zigarrenhaus an der Lorenzkirche. Tolles Geschäft, viele Pfeifen, Zigarren natürlich, Zigarrenhaus, nicht umsonst. Und es ist ein Fachhändler für oder ein Partner für John Aylesbury Tabake. Da findet man auch viele Tabake von John Aylesbury. Die Beratung ist sehr nett, kompetent und ein wunderschönes kleines Tabak- und Pfeifengeschäft. Ich kann es empfehlen. Ich bin wirklich froh, dieses Tabakshaus gefunden zu haben. Nürnberg ist von mir nicht allzu weit weg. Da ist man schnell mal hingefahren, wenn es die Zeit zulässt, auch mal mit der Frau so ein Tagesausflug. Und hoppla, zufällig kommt man dann bei Abeln vorbei und holt sich wieder eine Dose Nummer 5. Ja, das war's auch schon von mir. Ich trinke jetzt noch mal einen Schluck Kaffee, bevor der auch noch ganz kalt wird. Ich wünsche euch jetzt eine, wie immer, viel Spaß und Genuss noch bei eurem Pfeifen. Bedanke mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal hier auf meinem Kanal. Macht's gut, euer Marco.